So, Part Nummer 7, DX Clan in der Fight Night, wird der letzte Part, denke ich mal. Deshalb lassen wir es einfach mal laufen. Der DevWolf34 hat uns noch geschrieben: Danke für eure Einladung. Hoffe auf ein baldiges Zusammenkommen und danke nochmal und gute Nacht und PS, Grüße an den Clan. Ja, Wer war das jetzt? das war Rui? der DevWolf von DK. Der vorhin mitgekommen ist, der dann ein bisschen fahren musste. Ach Daher so. grüßen wir die Kameraden, die uns vorhin unterstützt haben, einfach mal. Danke, Jungs, dass ihr mitgekommen seid. War eine nette Runde. Okay, ich bin raus. Und demnächst sehen wir uns wieder. Und Henny, du kriegst eine symbolische Kasperklatsche. Danke. Bitteschön. Vorhin hat sich's auch echt so angehört, als wenn dich da einer erwürgt hat von hinten oder abgewürgt hat. Wünscht ihr euch doch alle, ne? Ja, ich habe mir entschieden, ich werde doch ein KV2 fahren. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Energy saufen. Dann geht das auch wieder mit den Zielen. Mal dieser Alkoholiker. Da ist ja kein Immer Alk wieder drinne. am Saufen denken, ey, es ist ja mal wieder unmöglich hier. Sagt der nach Berlin kommen will, um mal ein Bierchen mit mir zu saufen. Ja. Ein Bier, ne? Na, mehr Ja. kriegst du auch nicht, sonst kriegst du ja Stress mit Uwe, weil ich sauf ja schon den Rest weg. Ja. In Berlin gibt es nur das Schultheißbier, das kann man doch nicht saufen, oder? Das säuft doch keiner, wir saufen Hasseröder hier. Das ist ja Sachsensuppe, oder? Mal irgendwann von da. Das kommt aus Thüringen. Ah ja, noch Junge, schlimmer. wir trinken richtiges Astra, Junge, wie sich das hier hört, Mann. Boah. So, was ist hier los? Er trinkt Astra-Bier. Astra-Bier? Reicht doch schon, wenn du Astra fahren musst, oder? Ey, was willst du denn jetzt damit sagen, Keule? Wenn du Astra kaufst, hast du eine Kiste Astra Was hinten drinne. willst du denn jetzt damit sagen, ne? Das ist ein Scheißauto. Was? Naja. Ja, fahr du weiter mit der Naja, was So fahr meinst ich mit der Bahn als ein Opel-Junge. Perfekt, du? perfekt. Kommt der, der noch keinen Führerschein hat? Warte mal, wer hat denn das jetzt gerade gesagt hier? Annie, der kleine Junge da, Annie, ja. alles klar, Anja. gut. Ey, ich hab schon einen Führerschein, So, ja. jetzt Kortenons. Also. Oder Heidi. So, Jungs, das wird wieder ein Desaster. Wir machen Aufstellung. Also alle in der Basis. 150er stellen sich Rattenformation hier oder Fischgeräte hierhin, so hierhin snipern. Die KV-2, die verschanzen sich hinter den 150ern und werden gedeckt an der Seite von einem nach da guckenden Japanern. Ja. Und die Mädels, mal gucken, ihr stellt euch irgendwie hier hinten bei der Häuser hin, so dass ihr euch notfalls zurückziehen könnt. Was ist mit dem Japaner? Du stellst dich hier so auf die Linie, dass du Richtung A0 guckst. Und die Ari stellt sich hinten in die Ecke. Ich stelle mich ins Gebüsch hin. Jo. Versucht einen Passivspot erstmal zu machen. Den Panzer hier mal Uwe? eingeparkt. Uwe? Den Panzer hier eingeparkt. Ja, ich versuch's ja. Ich So, krieg's. und schön mit dem Japaner so drehen, dass du hinter diese Häuserzeile bist, dass die sozusagen rum müssen. Und mit der Ari würde ich noch weiter in die Ecke fahren. Ja, genau, ich wollte auch gerade sagen, Melone nicht links zu neben. nah an mich ran, bitte. Nicht, dass ich euch hier. Wisst ihr? Ja. Oder stell dich da vorne hin, genau. Deck euch alle ab hier. Da kommt schon der Erste. Da kommt schon der Schwung. Und ich treffe nicht und alle stehen zusammen. Zwei, drei sind auf dem Hügel oben. Ja. Decken hier. Boah, heftig, ey. Was das für ein Ruhe! Lackern, Ruhe! Vorsicht bitte. Nicht, Ruhe! dass du vor mir stehst. Da ist einer von Jumbo dabei, die nehmen wahrscheinlich auf. Ja, jetzt trotzdem mal Ruhe. Visiert die Ecke an. Da kommt gleich. Rentiert einer vorbeigeschossen. So muss es sein. Immer gucken und tot. Hinter mir.
Geleehaufen. Schöne Ding. Ihr müsst mir hinter euch Platz lassen, ich muss zurück. Jo, fahr zurück. Scheiße. Jetzt kann man die aber auch nicht mehr hinter dir stellen. Oh Mann. Die ist mit Gold da oben. Genau. Rausgenommen. Bin auch weg. Nick hält sich tapfer mit der Ari. Versuche es. Winkelt euch mehr an, dass es mehr wie eine Fischgräte auch aussieht. Elone, du schießt mal auf den. Schon vorbei. Warum fahrt ihr denn so ständig vor hin und her? Schöne Ding. Jetzt schnappen sich Harald, war klar. So, was ich sagen muss. Ja, die Fischgräte bei uns stand nicht sauber. Sinnvoller wäre es gewesen, wenn 150 an der Wand steht und die anderen richtig schön mit der Front auch an der Wand, an dem Vordermann und dann leicht angewinkelt. Was ich aber sagen muss, wirklich gut war, dass keiner vor mir gestanden hat. Vor der Arti. War wirklich super. Ich muss weg. Okay, mach's gut. Danke dir. Jo, danke dir. Kurze Pause machen nochmal. Jo, machen wir.